Schneller zu fliegen als der Schall. Dieser Wunsch beherrschte die Piloten in den 40er Jahren. Dazu musste die geheimnisvolle Schallmauer durchbrochen werden, was viele mit dem Leben bezahlten. Der Zweite Weltkrieg tobte und der Sieger bei diesem gefährlichen Wettlauf versprach sich davon einen kriegsentscheidenden Vorteil. Neue Flügel und Rumpfformen und revolutionäre Antriebe wurden entworfen. Dies ist die Geschichte, wie Großbritannien versuchte, seine Führungsposition zu verteidigen und scheiterte. Der Sieger in diesem Rennen durfte damit rechnen, den Luftraum zu beherrschen und den Krieg zu gewinnen. Am Himmel über dem vom Deutschen Reich eroberten Europa, über Russland, England und auch über den Pazifik lieferten sich turbinengetriebene Kampfflugzeuge dramatische Gefechte. Die Anforderungen eines Krieges in der Luft trieben die Flugzeughersteller und die Piloten zu immer neuen Höchstleistungen. Dabei stellte sich den Piloten ein noch unbekanntes Hindernis in den Weg. Eine sprunghafte Druckveränderung der Luft. Schütteln und Vibrationen. Sehr stark und gefährlich. Als hätte man eine Mauer vor sich. Durch die starke Zunahme des Luftwiderstandes verändern sich die Flugeigenschaften drastisch. So war ein Flugzeug kaum in der Luft zu halten. Das Phänomen tritt in großer Höhe bei Geschwindigkeiten um 1100 Stundenkilometer auf. Während des Fluges schiebt ein Flugzeug Druckwellen vor sich her. Nähert sich das Flugzeug der Schallgeschwindigkeit, holt es seine eigenen Druckwellen allmählich ein. So stapelt sich quasi die Luft vor der Flugzeugnase. Die Luft wird zusammengedrückt und mit einem Mal rast man gegen diese Mauer, mit entsprechenden Auswirkungen auf das Handling des Flugzeugs. Diese plötzlich auftretenden aerodynamischen Effekte ließen die Piloten zunächst glauben, eine unüberwindliche Grenze zu höheren Geschwindigkeiten vor sich zu haben. Schnell fand sich dafür der Begriff Schallmauer. Viele, sogar einige Science-Fiction-Autoren haben bezweifelt, dass sie je zu überwinden wäre. Die Schallmauer wurde zu einem geheimnisvollen Phänomen. Was lag jenseits dieser Grenze? Diese Frage spukte in vielen Köpfen. Ich habe Berichte gelesen, in denen behauptet wurde, beim Durchbrechen der Schallmauer würde man wieder zu einem Kind. Solcher Unsinn war weit verbreitet. Unsicherheit erzeugt Angst. Sollte es möglich sein, schneller als der Schall zu fliegen? Oder war das ein selbstmörderischer Wahnsinn? Es gab gute Gründe zu glauben, man könne nicht mit Überschallgeschwindigkeit fliegen. Das Flugzeug musste unter Kontrolle bleiben. Die Flügel konnten abgerissen werden. Viele praktische Probleme. Man hatte das Gefühl, die Schallmauer war undurchdringlich. Manche meinten, wenn man nur genug Leistung zur Verfügung habe, müsste es zu schaffen sein. Aber sicher war man sich nicht.
Wenn damit ein so großes Risiko, sogar Lebensgefahr verbunden war, wenn die Unsicherheit so groß war, warum sollte man es dann versuchen? Die Briten sahen sich dazu gezwungen, als ihnen 1943 ein geheimer Bericht in die Hände fiel. Er enthielt ein überraschendes Vorhaben der Nazis. Sie planten angeblich ein Flugzeug, das schneller als 1500 Stundenkilometer fliegen konnte. Also ungefähr doppelt so schnell wie die Jäger der Alliierten und viel schneller als der Schall, der sich mit etwa 1200 Kilometer pro Stunde ausbreitet. Ein so schnelles Flugzeug könnte den Alliierten beträchtlichen Schaden zufügen. Großbritannien musste reagieren. Aber wie sollte es möglich sein, mit 1500 Stundenkilometern zu fliegen? Eine Propellermaschine konnte aus physikalischen Gründen die Schallmauer nicht durchbrechen, das wusste man. ...1944 ließen die Deutschen dann auch noch ein Flugzeug der Zukunft abheben. Eine Bedrohung der ganz neuen Art für die Alliierten. Ein ungewöhnliches Flugzeug ohne Propeller tauchte auf. Die Messerschmitt 262. Wir hatten ihr nichts entgegenzusetzen. Sie konnte zwei oder drei Bomber im Vorüberfliegen abschießen. Ihre hohe Geschwindigkeit machte sie im Luftkampf klar überlegen. Sie war unglaublich schnell. Die Deutschen hatten eine revolutionäre Technik genutzt, den Strahlantrieb. Die erste Generation der Jets war noch nicht dafür gebaut, die Schallmauer zu durchbrechen. Doch sie wies den Weg in die Zukunft. Der Jet war die aufregendste Entwicklung der Fliegerei der letzten 100 Jahre. Wir stießen damit in völlig neue Geschwindigkeitsbereiche vor. In Großbritannien wurde schon seit einem Jahrzehnt am Strahlflugzeug gearbeitet. Allerdings mit nur geringer offizieller Unterstützung. Dabei hatte sogar ein britischer Wissenschaftler, Frank Whittle, 1930 den Jet erfunden. Erst als der geheime Bericht aus Deutschland über das angeblich 1500 Stundenkilometer schnelle Flugzeug auftauchte, erhielt Whittle Hilfe von der britischen Regierung. Sie fragten Frank Whittle, die Deutschen wollen 1500 Stundenkilometer schnell fliegen. Können Sie einen Antrieb entwickeln, der das auch schafft? Er antwortete, ich kann meine Jets so verändern, dass er ausreichend Schub für einen Überschallflug hat. Frank Whittle schlug eine stark verbesserte Version vor, um das Potenzial seiner Erfindung zu demonstrieren. So entstand das Kernstück eines geheimen britischen Flugzeugs, das das Unmögliche möglich machen sollte, schneller zu fliegen als der Schall. Die Hoffnungen der Briten ruhten nun auf dem Projekt M-52. Den Entwicklungsauftrag erhielt der Flugzeughersteller Miles aus Reading. Leitender Aerodynamiker war Dennis Bancroft. Die Aerodynamik spielte eine ebenso große Rolle wie das Triebwerk. Die Spezifikation bestand aus 6 Zeilen. Erstens musste das Flugzeug mit dem Antrieb von Whittle über 1000 Meilen schaffen. Und zweitens sollte es in 9 Monaten fertig sein. Und das war nahezu unmöglich. Bancroft musste erst die im Überschallbereich gänzlich anderen aerodynamischen Verhältnisse erforschen. Er steckte voller Ideen, wie alle aus dem Miles-Team. Innovation war Trumpf.
Wegen ihrer Kreativität schien die Miles-Firma zweifellos die beste für diese Aufgabe zu sein. Sie war in dieser Hinsicht allen anderen im Land überlegen. Viele Wissenschaftler meinten, Bancroft würde seine Zeit damit verschwenden. Offensichtlich hatte noch niemand daran gedacht, so etwas zu bauen. Die Jets waren ja auch gerade erst erfunden. Mit einem Mal fand sich das kleine Miles-Team in einem Wettrennen globalen Ausmaßes. Unter dem enormen Druck von außen wurden die Entwicklungen vorangetrieben. Großbritannien musste sich durch die Luftwaffe der Nazis nicht mehr bedroht fühlen. Doch ein deutsches Überschallflugzeug hätte die Luftstreitkräfte der Alliierten immer noch in Schwierigkeiten bringen können. Und die Briten hatten anfangs kostbare Zeit verloren. Hingegen forschten die Nazis von Anfang an in großem Stil. In Großbritannien gab man sich deutlich bescheidener. Dennis Bancroft musste mit vergleichsweise wenig Geld auskommen. Sein Team löste sich von gängigen Vorstellungen, wie ein Flugzeug auszusehen habe. So entstand eine neue, revolutionäre Rumpfform. Weder in der Luftfahrt noch in der Natur fanden sich Vorbilder, an denen man sich orientieren konnte. Die Form des Rumpfes basiert auf der eines überschallschnellen Geschosses. Damals flogen nur Geschosse mit Schallgeschwindigkeit oder schneller. Der österreichische Physiker und Philosoph Ernst Mach maß mit Hilfe von Geschossen die Geschwindigkeit des Schalls. Nach ihm wird sie Mach 1 genannt. Sie ist abhängig vom Luftdruck und der Temperatur. In Meereshöhe liegt sie bei 1220, in 10.000 Meter Höhe bei 1060 Stundenkilometer. Doch Geschosse waren aus Metall. Könnte auch ein Mensch aus Fleisch und Blut die magische Mauer durchbrechen? In einem Windkanal versuchten die Briten, die Antwort zu finden. Doch es zeigte sich, dass die Rauchfahnen, mit denen man den Strömungsverlauf sichtbar machte, in der Nähe der Schallgeschwindigkeit kaum noch zu erkennen waren. Es gelang nicht, Überschallgeschwindigkeiten zu erzeugen. Daher hielten es viele Wissenschaftler für unmöglich. Was würde also beim Durchtritt durch die Schallmauer geschehen? Die Frage ließ sich nur beantworten, indem man es ausprobierte. Es bedurfte allerdings eines außergewöhnlichen Piloten, der den Vorstoß ins Unbekannte wagte. Für die Hochgeschwindigkeitstestflüge wurde Captain Eric Brown ausgewählt. Captain Brown eignete sich zweifellos bestens für diesen Job. Er hatte schon das Letzte aus den Spitfire-Maschinen herausgeholt und ein paar Rekorde aufgestellt. Außerdem verfügte er über eine weitere, wichtige Eigenschaft. Das Wichtigste war erstaunlicherweise meine Größe. Ins Cockpit hätte niemand hineingepasst, der größer als 1,73 Meter maß. Wie vieles an der M52 stellte auch das kleine Cockpit ein neues Konstruktionsmerkmal dar. Das Cockpit war mit Sprengbolzen am Rumpf befestigt. So konnte der Pilot es im Notfall abtrennen. Es wurde nach vorn weggesprengt. Der Pilot konnte dann ganz normal mit dem Fallschirm abspringen.
Männer wie Eric Brown, die erste Generation von Überschall-Testpiloten, spielten eine unverzichtbare Rolle auf dem Weg ins Reich jenseits der Schallmauer. Man durfte nie vergessen, dass es eine höchst riskante Sache war. Setzen Sie sich mal auf so ein Kraftpaket und treiben Sie es an seine Grenzen oder sogar darüber. Ich glaube, man durfte gar nicht daran denken, was alles passieren konnte. ...1944 hatten sowohl die Briten als auch die Deutschen Kampfjets in Dienst gestellt. Für die Amerikaner jedoch schien der Düsenantrieb noch nicht von Interesse zu sein. Irgendwann erfuhren sie allerdings vom Miles-Projekt in Reading. Das Ministerium gab Miles Anweisung, einem US-Team, das uns besuchen würde, alle nötigen Informationen über die Miles 52 zu geben. Wir sollten ihnen alles sagen, was wir über Überschallflieger wissen. Später sollten wir in die USA fliegen, um ihre Erfahrungen zu hören. Wir gaben ihnen also alle Informationen und die Zeichnungen. Als wir nach Amerika fliegen wollten, hieß es dann plötzlich: Tut uns leid, das Pentagon hat es zur Geheimsache erklärt. Wir dürfen euch nichts verraten. Ich glaube, sie hätten uns gar nicht so viel zeigen können und wollten deshalb nicht, dass wir kommen. Mit der ganzen Macht ihrer Industrie traten die USA nun in den Wettlauf zur Schallmauer ein. Zu spät? Etwas mehr als 1,5 Jahre, nachdem die Entwürfe der M-52 in die Vereinigten Staaten gelangt waren, schloss die US-Regierung mit der Bell Corporation einen Vertrag zum Bau eines Mach-1-Versuchsflugzeugs. Später sollte sich zeigen, was die Amerikaner aus den Entwürfen für die M-52 übernommen hatten. Die Bell X-1 war geboren. Ihre Konstrukteure griffen Ideen auf, wo immer sie sie herbekamen. Wenn ein Kaliber 50-Geschoss Überschallgeschwindigkeit fliegt, dann kriegt das Flugzeug dieselbe Nase wie das Geschoss. Das Ende des Krieges in Europa warf Deutschland aus dem Rennen. Dabei kam auch ein Übersetzungsfehler zutage. Die Deutschen hatten von 1000 Kilometern in der Stunde gesprochen, nicht von 1000 Meilen. Sie wollten also gar nicht die Schallmauer durchbrechen. Trotzdem halfen die Experimente der Nazis den Engländern und Amerikanern, den Überschalljet zu entwickeln. Parallel zum Strahlantrieb war in Deutschland mit einem weiteren, vielversprechenden Antrieb experimentiert worden, dem Raketenmotor. Er hatte schon die unbemannte V2 mit Überschallgeschwindigkeit nach England befördert. Die Amerikaner setzten bei ihrer X-1 auf den Raketenantrieb. In Großbritannien war es die de Havilland Aircraft Company, die sofort die deutschen Entwicklungen aufgriff und für ihre Projekte verwendete. 2 Wochen nach Kriegsende, im Mai 1945, reisten mein Chef und andere Kollegen nach Deutschland, um dort die Ingenieure zu befragen und herauszukriegen, wie weit sie waren. John Wimpenys Chef kehrte mit aufsehenerregenden Entdeckungen zurück. Sie hatten herausgefunden, dass sich mit gepfeilten Flügeln die Druckverhältnisse beim Überschreiten der Schallgeschwindigkeit deutlich verbessern lassen. Jetzt musste der Havilland testen, wie schnell man mit gepfeilten Flügeln fliegen kann. John Wimpeny war an der Entwicklung der de Havilland Vampire beteiligt, einem revolutionären Experimentalflugzeug.
Sie hatte das Potenzial, den Geschwindigkeitsrekord zu brechen und vielleicht auch Überschallgeschwindigkeit zu erreichen. Es gab aber noch einen weiteren britischen Konkurrenten aus derselben Firma, die de Havilland 108 Swallow. Sie war eine Weiterentwicklung der Vampire. Mit ihren gepfeilten Flügeln war die Vampire die modernere Konstruktion. Die M52 hingegen hatte noch die konventionell geraden Flügel. Allerdings hatte Miles mit ihr zum ersten Mal ein ultraleichtes Designkonzept verwirklicht. Tests ergaben, dass die herkömmlichen dicken Flügel, wie bei der amerikanischen Mustang, die Auswirkungen des Druckanstiegs beim Durchbrechen der Schallmauer noch verstärkten. Dennis Bancroft hoffte, das schlanke Flügelprofil der M52 würde bei hohen Geschwindigkeiten weniger Widerstand bieten. Wie aber würde es sich bei Start- und Landegeschwindigkeiten verhalten? Die neuen ultradünnen Flügel wurden zunächst an einem kleinen Trainingsflugzeug getestet. Sie hatten den Spitznamen Gillette, weil sie so scharf waren. Einige Ingenieure waren mit Pflastern übersät, weil sie sich an den Flügeln geschnitten hatten. Die rasierklingenscharfen Flügel schnitten durch die Luft und schienen gut zu funktionieren. Die de Havilland Swallow und die Bell X1 gelangten vom Reißbrett in weniger als einem Jahr zum Hangar. Da Whittles verbesserter Jetantrieb die erforderlichen 2700 Kilogramm Schub lieferte, dürfte die britische M52 bald als erste in der Lage sein, die Schallmauer zu durchbrechen. Dezember 1945. Die amerikanische Bell X1 glitt aufs Rollfeld. Aber der Antrieb, der aus vier Raketenmotoren bestand, musste noch überarbeitet werden. So verzögerte sich der erste Flug aus eigener Kraft um ein Jahr. Das Interessante an der X1, sie bestand aus einer Mischung von absolutem Hightech und ganz einfacher Technik. Der Antrieb und die Treibstoffe wirkten damals sehr exotisch, genauso wie der Rumpf. Die anderen Systeme waren sehr simpel. Inzwischen hatte die britische M52 ihre letzte Neuerung erhalten. Ein neuartiges Höhenleitwerk. Die Höhenleitwerke konventioneller Flugzeuge, wie der Spitfire, besaßen nur einen kleinen beweglichen Teil. Nutzlos bei den Druckverhältnissen nahe der Schallmauer. Das Leitwerk der M52 hingegen bestand aus einem einzigen Stück und war als Ganzes beweglich. Damit sollte Eric Brown die Maschine im Flug besser kontrollieren können. Es war eine neuartige Konstruktion von gigantischen Ausmaßen. Wir betraten völliges Neuland und lagen an der Spitze. Ich würde sagen, wir hatten damals 15 Monate Vorsprung vor den Amerikanern. Das Rennen schien entschieden. Wir hatten die Maschine zu 80% fertig. Drei Monate später wäre sie wohl mit Überschallgeschwindigkeit geflogen. Die Arbeiten gingen seit zwei Jahren gut voran. Da platzte eine Nachricht wie eine Bombe ins Team. Am 13. März erfuhr Miles, dass die Regierung das M52-Projekt aufgab und an einer weiteren Zusammenarbeit nicht interessiert war. Ohne Vorwarnung wurde die M52, der aussichtsreichste Kandidat im Rennen um den ersten Überschallflug, 1946 für tot erklärt.
Die M52 aufzugeben, erwies sich zweifellos als die größte Katastrophe der britischen Luftfahrt. Als die Nachricht bekannt geworden war, herrschte Verzweiflung und Sprachlosigkeit in den Konstruktionsbüros. Wir reagierten ausgesprochen empört, enttäuscht und ratlos. Denn der Erfolg des Projekts stand für uns außer Zweifel. Auch für den, der als erster die Schallmauer hätte durchbrechen sollen, war die Nachricht niederschmetternd. Ich bin durchgedreht. Wir befanden uns auf dem richtigen Weg und meiner Ansicht nach gab es keinen triftigen Grund für eine Absage. Die Regierung veröffentlichte nie eine befriedigende Erklärung. Sie gaben eine Menge Gründe an, aber sie waren alle nur vorgeschoben. Einige gaben Politikern die Schuld, andere den ausufernden Kosten, Auseinandersetzungen mit Frank Whittle, den nicht gepfeilten Flügeln oder dem zu hohen Risiko für den Testpiloten. Warum wurde ich dann nie gefragt, ob mir irgendetwas Sorgen machen würde? Ich habe nie eine derartige Frage gehört. Auch heute noch ist es unverständlich, weshalb die Entwicklung der M52 gestoppt wurde. Die Ideen ihrer Schöpfer fanden sich jedoch bald in anderen Flugzeugen. Trotz allem blieb ein britisches Team noch im Rennen. Nervös beobachtete der Pilot John Wimpany den ersten Start der eleganten DH-108 Swallow. Natürlich hat man ein Kribbeln im Bauch. Ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Man sieht, wie das Flugzeug abhebt. Schnell wird es zu einem kleinen Punkt am Himmel. Dann wartet man darauf, dass dieser kleine Punkt von der anderen Seite wieder auftaucht, um zu landen. Die Swallow konnte sehr schnell fliegen. Sie wurde vom Sohn des Firmengründers Geoffrey de Havilland geflogen. Geoffrey war herzlich und gelassen, ein wunderbarer Kamerad und hatte einen großartigen Charakter. Ein hervorragender Pilot. De Havilland Junior liebte es, mit der Swallow an ihre Grenzen zu gehen. Die 1350 Kilogramm Schub trieben sie in die Nähe des Weltrekords von 990 Stundenkilometern. Am 27. September 1946 hob die De Havilland zu einem Trainingsflug ab. Der Weltrekord schien zum Greifen nah. Es war ein sonniger Nachmittag. De Havilland stieg durch Wolken auf. Er wollte im Sturzflug in die Nähe der Schallmauer gelangen und testen, wie sich die Swallow bei höchsten Geschwindigkeiten verhält. Er stürzte von 3000 Meter Höhe auf 2000 und erreichte dabei Mach 0,875. Also fast 90% der Schallgeschwindigkeit und damit über 1000 Stundenkilometer. Dann machte die Maschine plötzlich so. Die Ärzte sagten, dass der Havilland in 10 Sekunden ohnmächtig geworden sein muss. Er erreichte einen Winkel, der die Flügel überlastete, sodass sie abbrachen. Sein Kopf muss gegen das Kabinendach geknallt sein und dabei hat er sich wohl das Genick gebrochen.
Die Wrackteile der Swallow schwammen über die ganze Themse-Mündung verstreut. Die Leiche von Geoffrey de Havilland wurde ans Ufer gespült. Er war nicht das erste Opfer auf dem Rennen zur Schallmauer. Selbstverständlich war sein Tod tragisch. Wir waren sehr traurig. Doch wir wussten, dass es sich lohnen würde, weiterzumachen. So haben wir nicht aufgegeben. Die Swallow sollte weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Eroberung der Schallmauer spielen. Uns allen war klar, was das für Großbritannien bedeutete. Wir wurden uns noch einmal bewusst, dass die Schallmauer mit größter Vorsicht angegangen werden musste. Andere zeigten sich von diesem Ereignis nicht sonderlich beeindruckt. Russland stieg ins Rennen ein. Die Russen verfügten über die nötige Technik, nachdem die Briten ihnen 1946 ihren neuesten Jetantrieb verkauft hatten, obwohl die Sowjettruppen zu dieser Zeit den größten Teil Europas beherrschten. Russland fürchtete die Atombombe der Amerikaner und den technischen Vorsprung der Westalliierten. So gab Stalin den Befehl, aufzuholen. Er wusste, dass die Nation, die den Überschallflug meistert, einen großen Vorsprung haben würde. Nachdem sich das amerikanische X-1-Projekt Mitte 1947 als vielversprechend erwiesen hatte, wurde das Entwicklungstempo beschleunigt. Der 24-jährige Captain Chuck Yeager sollte die geflügelte Rakete lenken. Ich war Testpilot und verstand was von Technik. Wenn man nicht Bescheid wusste, konnte einem die X-1 leicht um die Ohren fliegen. Viele Systeme kannte ich von den Erdgasfeldern, auf denen mein Vater arbeitete. Es war also leicht für mich. Lieutenant Bob Hoover war Reservepilot und sollte Yeager unterstützen. Yeager war der beste Pilot, dem ich je begegnet bin. Wir sind sehr gute Freunde gewesen. Beide waren hervorragende Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg. Yeager gelangen an einem einzigen Tag 5 Abschüsse. Der Angriff der Amerikaner auf die Schallmauer spielte sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Im Luftwaffenstützpunkt Muroc, heute Edwards, in der kalifornischen Mojave-Wüste. Ein geologisches Phänomen hat uns hierher geführt. Die größte und beste Landebahn der Welt in einem ausgetrockneten See. Etwa 20 Kilometer lang und 13 breit. Bei jedem Flug sollte eine höhere Geschwindigkeit erreicht werden. Am 10. Oktober 1947, beim 8. Flug mit eingeschaltetem Antrieb, sollte Yeager auf Mach 0,94 gehen. Es sollte der schnellste kontrollierte Flug bisher werden. Eine umgebaute B-29 trägt die X-1 in die Höhe. Denn die 4 Raketen des Versuchsflugzeugs liefern nur für wenige Minuten Schub. Yeager kann also die Kraft der Raketen ausschließlich zum Beschleunigen nutzen. So gelangt er in die gefährliche Zone, in der der Luftdruck rapide ansteigt. Bei Mach 0,94 wollte ich die Maschine wenden. Ich zog den Knüppel nach hinten und nichts geschah. Sie flog weiter geradeaus. Da habe ich gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Bei einer Geschwindigkeit, mit der noch nie ein Mensch zuvor geflogen war, verlor Yeager die Kontrolle über sein Flugzeug. Bei früheren Flügen hatte es dieses Phänomen noch nie gegeben. Am Boden herrschte Ratlosigkeit. Es war, als hätte die X-1 kein Höhenruder, weder an den Tragflächen noch am Heckleitwerk.
Er konnte den Knüppel vor- und zurückschieben, die Flugzeugnase klebte weiter am Horizont. Ein schreckliches Erlebnis für jeden Piloten. Ich schaltete die Raketen aus, ließ den Treibstoff ab und landete. Wir haben das Problem dann mit den Ingenieuren besprochen. Zunächst ist man ratlos. Dann kommt das Team auf die Idee, ein bei der X-1 bisher nicht benutztes System einzusetzen, die hinteren Höhenruder. Jack Ridley, ein Ingenieur, sagte, wir könnten das Höhenleitwerk beweglich machen, dann kriegen wir mehr Druck drauf. Wir haben es Flying Tail genannt. Larry Bell hat ein verstellbares Höhenleitwerk entworfen. Es war keine neue Erfindung, aber er dachte, es könnte das Handling verbessern. Wenn auch diesmal das Höhenleitwerk nicht den erwünschten Effekt bringt, die Konsequenzen wären fatal. Der 14. Oktober 1947 war ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag. Es sollte der 9. Flug der Serie stattfinden. Der Morgen war ziemlich kalt. Chuck und ich haben im Wagen gewartet, bis die Maschine aufgetankt war. Jaeger kontra Schallmauer. Sie hätte ihn töten können. Und nicht wenige hatten das bereits befürchtet. Mindestens 4 Wissenschaftler haben eine Katastrophe vorhergesagt, wenn die X-1 sich der Schallmauer nähert. Viele verkennen das Risiko, das damit verbunden war. Er musste sich nicht nur aufs Fliegen konzentrieren, sondern auch den Treibstoff im Auge behalten. Und der konnte einen schon ins Jenseits befördern. Der Treibstoff besteht aus flüssigem Sauerstoff und hochinstabilem Alkohol. Manche sagten, die X-1 zu fliegen, wäre wie auf einer fliegenden Bombe aus vielen Dynamitstäben zu sitzen. Passierte was, gab es kein Entkommen. Die X-1 hatte keinen Schleudersitz. Stieg man aus, prallte man an die Flügel oder ans Heckleitwerk. Die B-29 hievt die X-1 langsam auf eine Höhe von etwa 7000 Metern. Hoover fliegt in seinem Jet, einer Lockheed P-80, voran. Ich wollte schon mal Höhe gewinnen, weil das bei mir so lange dauerte. Jaeger besteigt seine eiskalte X-1. Sie wird nur von Bändern unter der B-29 festgehalten. Ich glitt mit den Füßen zuerst hinein. Als er gefragt wird, ob alles in Ordnung ist, antwortet er: Ja, aber lasst es uns schnell hinter uns bringen. Es ist 10.26 Uhr. Als er aus der Dunkelheit ins Sonnenlicht kam, sah er meinen Kondensstreifen und legte los. Jaeger zündet seine 4 Raketen und wird in den Sitz gedrückt. Als er sich der Schallgeschwindigkeit nähert, muss er schwer kämpfen, um die X-1 auf Kurs zu halten. Die Nase kam hoch. Ich habe die Vorderkante des Höhenruders hochgestellt, um die Nase runterzudrücken.
Die gespannten Zuschauer am Boden verlieren inzwischen das Flugzeug aus ihren Augen. Der Knall ist kilometerweit zu hören. Viele in New York haben das gehört und ich dachte, mein Gott, Jaeger hat's zerrissen. Man sah den Kondensstreifen, hörte die Explosion. Was sollte man denken? Die Zuschauer waren Zeugen des ersten Überschallknalls eines Flugzeugs geworden. Ich flog mit Mach 0,8. Es kam mir vor, als würde ich in der Luft stehen, als er an mir vorbeizog. Durch die Erschütterungen ging das Machmeter über den Anschlag. Aber ich wusste, dass ich mit Überschallgeschwindigkeit flog. Jaeger ist der erste Mensch, der hinter die Schallmauer geblickt und es überlebt hat. Er erreichte Mach 1,06, also etwa 1127 Stundenkilometer in einer Höhe von 13.000 Metern. 15 Sekunden lang war er schneller als der Schall geflogen. Nicht gerade ein Spaziergang für Chuck Jaeger, aber seine Glamorous Glennis hat sich als erstaunlich tüchtiges Flugzeug erwiesen. Ich habe ihn fotografiert. Das Foto wurde zu Präsident Truman geflogen und lag am nächsten Morgen auf seinem Schreibtisch. Das Team der X-1 ging erst einmal feiern. Wir amüsierten uns gerade bestens. Da sagte jemand, das ist streng geheim. Da haben wir uns angesehen. Jeder weiß doch, was geschehen ist. Doch es wurde lange nicht veröffentlicht. Die Amerikaner hatten das Geheimnis gelöst, wie man die Schallmauer durchbrechen kann, und wollten es für sich behalten. Wir haben herausgefunden, dass man ein bewegliches Höhenleitwerk braucht. Das erst hat den Überschallflug möglich gemacht. Die Russen sollten nichts von dem beweglichen Höhenleitwerk erfahren. Als es dann doch bekannt wurde, hatten die Briten das Gefühl, bestohlen worden zu sein. Bereits 4 Jahre zuvor hatten sie statt dem kleinen Höhenruder das gesamte Leitwerk beweglich gemacht. Soviel ich weiß, übernahmen die Leute von Bell die Idee des beweglichen Höhenleitwerks. Der Datentransfer von Miles zu den amerikanischen Ingenieuren geschah Monate, bevor die X-1 in Auftrag gegeben wurde. Ich denke, indem wir den Amerikanern die Daten gaben, schenkten wir ihnen auch das bewegliche Höhenleitwerk. Das Besondere am Flying Tail genannten Höhenleitwerk war, dass das gesamte Höhenleitwerk drehbar war. Dieses Teil gehörte zu Bells Konstruktion, aber es war nicht speziell dafür entworfen. Man hat es einfach benutzt, weil es da war. Die Briten wussten genau, wozu es da war. Ein bewegliches Höhenleitwerk ist für einen Überschallflug absolut notwendig. Es war seit 1943 bekannt und so haben wir es eingesetzt. Ich weiß nichts über den damaligen Stand der britischen Forschung, aber sie könnten es entwickelt haben und ich hatte davon keine Ahnung. Ich meine, sie hätten ohne unsere Informationen nicht so schnell Überschallgeschwindigkeit erreichen können. Ein knappes Jahr nach Jaegers historischem Flug hatte dann auch die M-52 ihre große Stunde. Die Briten hatten die Forschung mit unbemannten Versuchsflugzeugen fortgesetzt. 1948 wurde ein raketengetriebenes, verkleinertes Modell der M-52 von einem Mutterflugzeug abgesetzt. Es hat sofort die Schallmauer durchbrochen. Spätere Tests von Rolls-Royce in den 70er Jahren bewiesen, dass die M-52 etwa 1600 Stundenkilometer erreicht haben muss. Das 1,5-fache der Schallgeschwindigkeit.
Damit zeigte sich, dass Dennis Bancroft und die M52 es hätten schaffen können. Den zweiten Platz im Wettlauf erreichte die DH-108 Swallow, indem sie 1948 in einem unkontrollierten Sturzflug auch Mach 1 erreichte. Kurz darauf folgten die Russen, die mit einer kopierten britischen Turbine den ersten Überschallkampfjet antrieben, die MiG-15. Und der Mann, der beinahe der erste Überschallpilot geworden wäre, konnte auch bald seinen ersten Überschallknall produzieren, als er in den Vereinigten Staaten war. Wir sollten den Überschallknall über dem Flugfeld machen. Unglücklicherweise zerdepperte mein Knall das Gewächshaus des Admirals. Ich durfte daraufhin zunächst nicht mehr fliegen und musste dem Admiral, ich glaube, $30 zahlen. Die britische Flugzeugindustrie hat auch danach bedeutende Flugzeuge hervorgebracht, wie die English Electric Lightning. Schon 1957 überschritt sie als erstes britisches Flugzeug Mach 2. Seitdem wurden noch viele Geschwindigkeitsrekorde gebrochen, doch es war die X-1, die dem Geheimnis um die Schallmauer ein Ende setzte. Man könnte sagen, wir haben einen Dämon vertrieben. Viele hielten es für unmöglich, aber sie hat bewiesen, dass es geht. Wir haben nun gezeigt, dass Menschen in konventionellen Flugzeugen schneller als der Schall fliegen können. Jetzt konnte es weitergehen. Die X-1 war die erste einer Reihe von Versuchsflugzeugen, die noch viele bemerkenswerte Flugzeuge hervorbringen sollte. Chuck hatte bewiesen, dass die Schallmauer nicht existiert. Das bahnte vielen Entwicklungen, die davon profitierten, den Weg in die Zukunft.